Freunde, Heiner hier von Emma Cliff & Tour. Ja, wir sind dieses Wochenende an den Rhein gefahren, nach St. Goar. Hier zum Campingplatz Loreleiblick. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was dieser Campingplatz kann, wie er liegt, wie die Ausstattung ist, dann bleibt gerne dran, mehr nach dem Intro. Ja, uns hat es dieses Wochenende an den Rhein verschlagen, zum Campingplatz Loreleiblick. Ja, und ihr seht ja schon die Einfahrt. Ja, wenn ihr hier ankommt, bitte hier auf den weißen Knopf drücken. Dann kommt die Karte raus. Die Pöller gehen dann hier runter. Ihr fahrt dann zuerst auf den Platz und sucht euch den Platz aus. Und geht dann erst zur Rezeption, zur Anmeldung. Alles sehr gut organisiert hier. In der Anmeldung selber ist ein Kiosk, ein kleiner, für die Dinge des täglichen Bedarfes. Ja, der Campingplatz Loreleiblick liegt wunderschön gelegen, direkt am Rhein. Ja, hier ist Platz für ca. 280 Wohnmobile, Wohnwagen, Zelte, alles ist hier möglich. Strom ist von fast allen Seiten zu erreichen, also gut erreichbar. Wasserstellen auch, es gibt ein großes Sanitärgebäude am Eingang und verschiedene kleinere WC-Einrichtungen auch über den Platz verteilt. Ja, direkt am Eingang seht ihr hier das große Haus, der Empfang, Rezeption und unten die Sanitärabteilung, die aber anscheinend auch erweitert wird. Ja, hier seht ihr eins von diesen kleinen WC-Häusern. Hier gibt es also Dusche drin und Toilette und Waschbecken. Ist natürlich in der Rush Hour ziemlich frequentiert hier. Also muss man schon einen guten Zeitpunkt abpassen. Ja, der Campingplatz Loreleiblick ist auf mehreren Ebenen angerichtet. Erste Reihe, direkter Rheinblick. Zweite, dritte Reihe, so ein wenig erhöht. Vierte, fünfte Reihe, etwas noch erhöhter. Und man kann auch von der fünften Reihe auf den Rhein blicken. Vom Campingplatz bis nach St. Goar sind es ca. 500 Meter zu Fuß, also in 10 Minütchen zu erreichen, gemütlich. Ja, da gibt es die Schiffsanleger der Rheinschifffahrt und auch die Fähre zum Übersetzen ist von St. Goar aus möglich.